Jetzt ist es wirklich höchste Zeit, dass wir uns praktisch alle zusammenschließen, weil nämlich unser Gesundheitsminister, der Karl Lauterbach, aktuell hat verkünden lassen, dass im Jahr 2023, also im rückliegenden Jahr, 50.000 neu zu pflegende Menschen eigentlich erwartet wurden. Und es waren aber 7-mal so viele. Also wir haben allein im letzten Jahr 350.000 neue pflegebedürftige Menschen in unserem Land praktisch dazu bekommen. Es sind inzwischen über 3 Millionen, die täglich gepflegt werden müssen. So, jetzt mal hier genug gejammert. Wir haben vom Studio Flow Fitness aus uns jetzt entschieden, eine große Gruppe von Fachleuten zusammenzuholen. Also zum Beispiel Medizinjournalisten, Journalistinnen, Mediziner, Medizinerinnen, Ernährungsexperten, Expertinnen, natürlich Sportwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, lauter Trainer und Trainerinnen, aber auch wirklich Menschen, die aus der wissenschaftlichen Richtung kommen, damit wir dann eine Art Krisenstab zusammenstellen können, um dem Gesundheitsministerium zur Seite zu stehen. Das ist jetzt mein voller Ernst, mein voller Plan. Das Team vom Studio weiß schon Bescheid und los geht's. Der allererste Schritt ist, dass wir alle, also ihr praktisch auch, die ihr euch das jetzt anguckt, dass wir das verstehen, dass ihr es auch verinnerlicht, dass jeder, jeder Einzelne für diese Situation unseres Gesundheitssystems mit einem kleinen Mosaikstein mitverantwortlich ist. Da drin steckt aber auch die große Chance. Wenn wir, ich nehme jetzt mal 5 Beispiele, der Arthrose, den Rückenproblemen, diesem leidigen Thema mit Diabetes Typ 2, aber auch Übergewicht und auch Herz-Kreislauf-Problemen. Denn wir können dem ja allen entgegenwirken. 7 von 10 Menschen, die sich pflegen lassen müssen, hätten es verhindern können, wenn sie artgerecht mit ihrem Körper umgegangen wären. Dieses Video ist erstmal nur dazu da, lauter Kollegen und Kolleginnen und auch Menschen, die sich einfach dafür begeistern für das Thema, wir retten unser Gesundheitssystem. Bitte meldet euch bei uns. Ihr werdet eingeblendet unsere Kontaktdaten sehen und ich mache ganz kurz mal wenige Übungen, die für all diese 5 Zivilisationskrankheiten schon mal eine Gegenbewegung darstellen. Wir können Ausfallschritte machen, bei denen wir immer einen Arm, und zwar den auf derselben Seite vom hinteren Bein nach oben schieben und den anderen zusätzlich ausdrehen. Da haben wir Kräftigung hier, Kräftigung Po, Kräftigung Rücken, Kräftigung Schulter. Da haben wir schon mal ein paar Arthrose-Aspekte als Prävention mit drin. Die können wir vergrößern, dann wird es einfach noch mal intensiver und über das intensivere Trainieren fängt das Herz an, stärker zu schlagen, durchblutet uns besser, ist gut für einen niedrigeren Puls und für einen niedrigeren Blutdruck. Wir können dann aus dieser Position heraus Schwebeelemente entwickeln, die wir dann noch mit 3D-Armbewegungen toppen können. Und dann bleiben wir zum Beispiel stehen und machen hier mehrere Kreise. Das als winziges Beispiel. Verschiedene Muskeln aktiviert, die Gelenke so versorgt, dass schon die Knorpel eine Versorgung, eine direkte mit der Synovialflüssigkeit aktivierte Versorgung stattfinden zu lassen. Das Gleichgewicht, damit wir nicht so stürzen. Und ihr merkt schon, ich gerate wieder in meinen absoluten Rausch, die Bewegung unter die Leute zu bringen. Bitte meldet euch, wir schaffen das.